Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 3 Wario Land. Beim letzten Mal habe ich euch versprochen, dass ich noch ein paar Münzen sammeln gehe, denn wir hatten ja nicht das perfekte Ende. Und das habe ich getan. Ich habe Münzen gesammelt. Ich habe sehr viele Münzen gesammelt. Es hat so lang gedauert. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt noch zeigen, wie das aussieht, wenn man tatsächlich sehr viele Münzen hat. Wie ihr seht, ich habe knapp 10.000 Münzen insgesamt gesammelt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel ich vorher hatte. Auf jeden Fall hat es sehr lange gedauert. Und ja, ich glaube, sobald man über die 9.999 Münzen rauskommt, erreicht man das perfekte Ende. Bis hierhin ist eigentlich alles gleich. Nur gleich ändert sich was. Ha, gleich. Und zwar sollte das jetzt gleich hier kommen. Also, damit ihr das Ganze versteht, ich vertone das Video hier nach, weil es mir irgendwann echt zu blöd wurde, jedes Mal, nachdem ich ein paar Münzen gesammelt habe, das Ganze nochmal von vorne zu sprechen. So, da haben wir einen kleinen Schnitt. Das habe ich euch erspart, das mit dem Münzen aufzählen. Denn wir kommen gleich zur Maximalgrenze. Und das sind 99.999 Münzen. Es hat gerade so gereicht. Beim letzten Mal, aber danach hätte ich wirklich keine Lust mehr gehabt. Und wenn man die ganzen Münzen dann erstmal hat, dann wird runtergezählt. Und wie ihr vielleicht noch aus dem letzten Video wisst, bekommt Wario eine gewisse Anzahl an Münzsäcken. Und das Besondere an den 99.999 Münzsäcken ist, dass man noch einen Münzsack extra bekommt. Und daran hängt's. Dieser sechste Münzsack. Denn abhängig davon, wie viele Münzsäcke Wario den Gym gibt, so fällt dann auch die Belohnung aus. So, jetzt zauber du mal, du Gym. Denn für sagenumwobene 6 Münzsäcke, also für das Maximum an Münzsäcken, bekommt Wario folgenden Schatz. Er bekommt einen gottverdammten Mond. Ich weiß ja nicht, was er damit anfangen will, denn soweit ich weiß, ist Wario noch ein Mensch und da kann man nicht im All auf dem Mond atmen. Das ist doch keine Erde, kein Planet. Aber ist völlig egal. Er hat einen Mond. Das ist das beste Ergebnis, was man in diesem Spiel erhalten kann. Ein Mond. Ich habe gerade gesagt, abhängig von der Anzahl an Münzsäcken, die Wario erhält, fällt die Belohnung unterschiedlich aus. Und ja, das wollte ich euch auch nicht vorenthalten, denn für einen Münzsack bekommt Wario, ein wunderschönes Vogelhäuschen. Bei 2 Münzsäcken ist es dann immerhin schon mal ein Baumhaus. Bei ganzen 3 Münzsäcken wird das Ganze dann schon mal zur Blockhütte. Für 4 Münzsäcke bekommt Wario diese Pagode. Für 5 Münzsäcke, das hatten wir beim letzten Mal schon, bekommt er ein Schloss. Und für 6 Münzsäcke, also wirklich für das Maximum, erhält er einen Mond. Das ist der reine Wahnsinn. Naja, zu meinem Resümee, das ich am Ende eines jeden Let's Plays ziehe. Wario Land ist das Spiel aus der Super Mario Land Reihe, das ich am wenigsten gespielt habe. Deswegen dauert es auch immer mal ein bisschen länger, bis ich dann tatsächlich die Sachen finde, die ich suche. Vom Schwierigkeitsgrad her finde ich es sogar ein bisschen leichter noch als Teil 1 und 2, einfach durch die Tatsache, dass Wario aufgrund seiner Statur nicht gleich bei der ersten Berührung seine Superkräfte verliert, sondern manche Gegner auch einfach auch wegschubsen kann. Aber ansonsten, durch diese Schätze gewinnt das Spiel dann doch schon ein bisschen mehr Tiefe. Denn wenn man zum Schluss vom Spiel gesagt bekommt, versuch's nochmal, dann ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall hat's mir trotzdem sehr gefallen. Die Musik erinnert mich immer noch sehr stark an The Legend of Zelda Link's Awakening. Macht aber nisch.
denn das ändert nichts dran, dass es ein sehr gutes Spiel ist und ich finde auch ein guter Abschluss für die Super Mario Land Reihe, weil danach ging es ja mehr oder weniger nur noch mit der Wario Land Reihe weiter. Und die ist im Grunde ein bisschen anders als die Super Mario Land Reihe. Würde ich mal so sagen. Also, ich habe selbst, glaube ich, noch nie wirklich in Wario Land Teil gespielt, aber ich habe schon jede Menge gesehen, deswegen, naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch unterhalten konnte. Das nächste Projekt, ihr habt darüber abgestimmt, kommt morgen. Ja, morgen kommt schon der erste Teil. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen. Falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, lasst es mich wissen, ob Kommentare oder private Nachricht. Ich lese mir alles durch. Und ja, damit ist dieses Let's Play vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!